zusammen und recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal mit einem sehr gewagten Experiment. Und zwar, wir haben hier eine USV stehen. Das steht für unterbrechungsfreie Stromversorgung, die wir ganz gerne mal testen möchten. Und da habe ich was sehr Gewagtes mal aufgebaut. Nicht ganz ungefährlich, also bitte nicht nachmachen. Deswegen, ich weiß nicht, was passiert, ob es gleich knallen wird. Deswegen bin ich auch nach draußen gegangen. Gut, ich habe die Batterien im Inneren nochmal gemessen. Die haben knapp 12 Volt, 12,9 und sind Bleisäure-Akkus natürlich. 12 Volt, 7,2 Ampere normiert. Nicht wundern, falls ihr Hintergrundgeräusche hören solltet. Das ist halt so, wenn man im Freien ist. Und ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht die Akkus gegen Lithium-Eisenphosphat-Akkus zu tauschen. Aber das muss echt gut überlegt sein, wegen der ganzen Spannung und dergleichen. Vom Strom her. Ja, die könnten da noch 30 Ampere mitmachen. Das wäre dann so die Größe, die ich bräuchte. Die beiden Akkus sind dann reingeschaltet, da habe ich dann 24 Volt. Und die macht 750 VA. Heißt, da bräuchte ich dann schon 30 Ampere, würde ich sagen. Ja, 240, 180. Ne? So um die roundabout 30 Ampere. Ich habe gesehen, da gibt es zum Beispiel 12 Volt Akkus auf LI, spreche es jetzt aus, Lithium-Eisenphosphat, die haben 12 Amperestunden und die können dann 15 Ampere Dauerleistung abgeben. Ich habe aber auch schon aus meinen 20 Ampere, bei 20 Amperestunden Lithium-Eisenphosphat Akkus dann auch knapp 38 Ampere rausgeholt, obwohl die eigentlich nur 20 Ampere mitmachen sollen. Das hat auch gefunzt. Lithium-Eisenphosphat ist ja was ganz anderes als Bleisäure, muss man eben bedenken. Ne? Da geht es ja dann bei den Lithium-Batterien, das Batteriemanagementsystem, das mir ein bisschen Sorgen bereitet, ein bisschen andere Spannung, man muss es echt gut durchkalkulieren. Ich zeige euch jetzt nicht, wie es dahinter aussieht. Das ist nämlich nicht ganz koscher zusammengebaut. Offene Kontakte, die unter 230 Volt gleich stehen werden, nicht ungefährlich. Am besten nicht gegenkommen. Jetzt habe ich hier zwei elektronische Lasten, die können je 400 Watt vernichten. Also eine schöne wärmende Heizung im Winter, ja. Und die habe ich jetzt an ein 1000 Watt starkes Servernetz angeschlossen. Und dieses Netz wiederum ist an der APC angeschlossen, an der USV dann. Die 750 VA kann, ne? Und mit dem Oszilloskop können wir dann den Spannungsverlauf aus der USV oszillografieren. Das Messgerät zeigt dann die Höhe der Spannung auch nochmal digital an. Und ich bin mal gespannt, ob die USV noch in Ordnung ist. Ich habe einen Rechner dabei, können wir da nochmal anklemmen und uns die Software mal angucken. Man kann die aber natürlich auch für andere Dinge verwenden. Ja, nicht nur Bleisäure. Batterien machen die USV so schwer, sondern auch noch ein 50 Hertz Standardtrafo mit ganz viel Eisenplatten drin. Könnte aber nun was darauf sein, dass echte Sinusschwingung rauskommt. Das gucken wir uns dann im Worst-Case-Szenario an, nämlich kein Strom mehr auf der Stromversorgung des Hauses. Einfach Stecker ziehen, ne? Kraftwerk ist ausgefallen. Deswegen gibt es ja die USV, ne? Um da Geräte, die unbedingt anbleiben müssen, eben vor Ausfällen zu bewahren. So. So, jetzt wird es kritisch. So, nicht gegenkommen. So. Kabel sitzt. Dann wollen wir hier mal durchs Menü gehen. Wie war das denn? Ich sag mal yes. obwohl das eigentlich nicht. Och Gott. Muss man hier noch echt das. Hallo. Gott. Status, Enter, Operating Mode, Output off, dann schalte ich mal Output
Test. Test. Ja, okay. Ja. November 2022. Und jetzt? Hier vielleicht. Nee. Ich höre Elise im Inneren umschalten, also... Nein, ich habe doch die Batterie schon installiert, du Heini. Oh Gott. Muss ich jetzt so lange warten, bis er 100% steht, oder wie? Kann doch nicht sein. So. Status. Ja, Language, okay. Nein, was soll das denn? Willst du mich hier veräppeln? Ich hab doch... Oder er merkt, dass die Batterien hinüber sind. Das kann sein. Das kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal sagen muss, ich habe eine neue Batterie. Ne? Kann doch nicht sein. Status. Der Ausgang ist auf, ich weiß. Ach, man kann sogar auch die Last gleich anzeigen, das ist gut. Battery-Temperatur. Input, 230 Volt, so soll es sein. Hallo? Was ist das denn jetzt hier? Nee, macht er nicht. Okay, das ist ja ein bisschen kritisch hier gemacht. Output ist off, du Heini. Oh Mann. Jetzt hat er wieder umgeschaltet. Oi, super. So, 230 Volt ausgangsseitig und wir haben eine echte Sinuswelle, wie man sieht. Oh, jetzt passiert was. Jetzt ist was passiert. Oh, die Batterien sind 29% nur noch. Und er gibt, ja, okay. Ja, die Batterien müssen anscheinend getauscht werden. Habe ich es mir schon gedacht, die sind offenbar nicht mehr gut. Aber ansonsten hier echte Sinuswelle. Ich kann das ja noch mal kurz ein bisschen anders darstellen hier. Ja, also kein gefakter Sinus, sondern das ist schon ein echter Sinus, was rauskommt. Das ist gut, 230 Volt, effektiv, so soll es sein. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Last hier drauf. 460 Watt kombiniert. Machen wir mehr, ein bisschen mehr Dampf drauf. Ja, da passiert was. Wahrscheinlich Überlast. Ja, Überlast, alles klar. Das mache ich schon nicht. Gehen wir ein bisschen runter. Da muss man ihn erst ausschalten. Ah, jetzt aber. Die Last, wie viel hat er denn schon? 104%! Er hat schon 104%. Das ist heftig. Bei 460 Watt, ne? Das ist krass. Ja.
Ja, Batterien sind wahrscheinlich nicht mehr in Ordnung. Die müssten dann ersetzt werden. Da ist jetzt die Frage, nehmen wir da Lithium-Eisenphosphat direkt oder wieder Bleisäure? Da müsste ich nochmal die inneren Spannungen messen, auf wie viel Volt die Akkus geladen werden. Ne? Ansonsten, ich schätze mal, dass die USV... Oh, die Batterien werden jetzt auch geladen, ne? Was passiert, wenn ich jetzt den Stecker ziehe? Was in des Wortes? Ja, am besten hier direkt aus der Steckdose. Was ist passiert? Okay, alles aus. Ja. Ja, okay. Tatsächlich alles aus. Ich habe den Stecker gezogen, er ist direkt ausgegangen. Und schade. Aber gut, dann weiß ich jetzt mal Bescheid. Da brauche ich eine neue Batterie. Die hält nichts mehr. Gut, die hat natürlich ein bisschen Kapazität. Der Stecker ist ja weg, ne? Stecker ist weg. Gut. Ja, die kriegt keinen Endstrom mehr und zeigt trotzdem noch was an. Weil sie Akkus hat, ne? Und die müssen aber ersetzt werden. Also die entsprechende LED hat ja geleuchtet dann. Na gut. Wenn ich den Stecker wieder reinstecke, dann wird sie wahrscheinlich auch wieder angehen. Nee, da macht es jetzt aber auch keinen Sinn, sich dann die Software anzuschauen, wenn die USV sowieso nicht in Ordnung ist. Ne? So, nicht wundern, ich bin jetzt mal mit der USV reingegangen und ich verwende jetzt auch ein anderes Mikrofon an der Kamera. Genau, zwischen vorherigem Video und diesem Video liegen, ja, doch ein paar Wochen, kann man sagen. Ich habe die alten Bleiakkus rausgeschmissen und die gegen etwas sehr Interessantes getauscht. Genau, die Bleiakkus, die haben wir ja gesehen, die wollten ja nicht mehr. Die haben ja nichts mehr gehalten. Und da gibt's was sehr, sehr Feines. Und zwar abseits von... Ah, hier ist die Unterlegscheibe. Okay, was man noch findet, wenn man ein Video macht. Ja, was ich sagen wollte, abseits von Bleiakkus gibt es ja auch noch andere Technologien im selben Gehäuse, wohlgemerkt, mit denselben Abmessungen. Und der Nachteil der Bleiakkus ist halt, die halten nicht so lange und... ja, wie gesagt, die halten halt nicht so lange, sind nicht so angenehm dann, weil du die kannst du dann spätestens nach 5 Jahren dann schon wieder erneuern. Das ist jetzt hier mein Austauschakku, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen. Und zwar eine ganz andere Technik, aber im selben Gehäuse, nennt sich Lithium-Eisenphosphat. Ist tatsächlich auf Lithium basierend, aber auch wieder hier mit 12 Volt. Und netter Nebeneffekt, wir haben jetzt hier statt 7,2 12 Amperestunden. Probier das mal als Bleiakku in diesem Gehäuse zu kriegen. Ich glaube, da suchst du ein bisschen länger. Aber, wie gesagt, 12 Volt auch, genauso wie die alten Akkus. Und auch von den Steckern, das passt exakt. Ich habe die jetzt hier schon zusammengeflanscht, dass man die so als ein Paket dann in die USV schieben kann. Hier nochmal so eine kleine Ausziehlasche, dass man die schnell rausziehen kann. Kostenpunkt für beide zusammen 160 Euro, also 80 Euro für eine. Dafür halten die aber auch wesentlich länger und sind... als Nebeneffekt ja deutlich leichter auch. Jetzt habe ich hier statt der 60 Ampere eine 50 Ampere Kfz-Sicherung drin, eine Maxi-Sicherung, die man eben auch aus dem LKW-Sektor kennt. Die habe ich jetzt hier eingebaut. Vorher waren es halt 60 Ampere. Ich weiß aber nicht genau, ob die Akkus so viel Strom aushalten. Deswegen habe ich mich für 50 Ampere entschieden. Die sind ja jetzt hier in Reihe geschaltet für 24 Volt. Und ich habe das ja auch
gemessen gehabt, wie viel Spannung die USV auf die Batterien gibt. Das sind maximal 14,5 Volt. Und ich glaube, die können sogar schon 14,8 Volt ab. Also das liegt auf jeden Fall noch im Rahmen der technischen Daten der Batterien, der neuen. 13,6. Und die hat hier... willst du jetzt gerade nicht? Auch 13,6. Guck. Ah ja, okay. Ne, ich hatte anfangs noch was anderes gemessen. 13,6 die rechte und die linke hat 13,6. Vielleicht hat da das Batteriemanagementsystem dicht gemacht. Zusammen dann 27,2. Vielleicht hat da das Batteriemanagementsystem dicht gemacht, weil ich kann euch das Ladegerät noch mal kurz hier zeigen, was ich mir geholt habe, um auch Lithium-Eisenphosphat-Batterien laden zu können. Weil da hatte ich nichts Passendes da gehabt. Das ist nämlich jetzt so ein Ladegerät hier. Ja, da gibt es dann die beiden Klemmen. Da kannst du dann nicht nur Standard-Blei-Akkus über die Steckdose mit aufladen, sondern da kannst du dann auch Lithium-Akkus wie Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus mitladen. Das Ganze gibt sogar bis zu 110 Watt aus. Man wundert sich. 12 Volt, maximal 6 Ampere, 24 Volt, 3 Ampere. Ist natürlich Mikrocontroller gesteuert mit einer bis zu 7-stufigen Ladekurve. Ja, hier ist noch ein aktiver Lüfter drin, der leider nicht temperaturgeregelt ist und ziemlich laut ist. Nun, ich habe jetzt hier auf einem älteren System unter Windows 7 PowerTude installiert. Das kann man auch herunterladen, also ihr braucht dann nicht die mitgelieferte CD einlegen, sondern das Programm gibt es auch in neueren Versionen. Auch wenn ich das jetzt hier unter Windows 7 noch installiert habe, es läuft natürlich auch unter Windows 10. Und dieses Programm, das zeigt euch erstmal ein paar Statusinformationen über eure USV an. Es läuft übrigens im Webbrowser. Während der Installation müsst ihr Benutzernamen und Passwort angeben. Und ich habe auch noch nicht die Möglichkeit gefunden, das Passwort irgendwie zu ändern. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier könnt ihr dann Statusinformationen einsehen. Zum Beispiel hier die Last, die jetzt gerade anliegt. Das ist genau der Rechner, wo auch PowerTude drauf läuft. Der hängt nämlich an der USV, ist ein älterer OEM-PC, ein HPZ400, wem einem das was sagt, ist eine Workstation, die jetzt an der USV dranhängt. Und da könnt ihr dann auch hier den Batteriestatus einsehen. Genau, während der Einrichtung müsst ihr hier eine entsprechende Gruppe anlegen, eine Ausgangsgruppe, die habe ich jetzt einfach Main Outlets genannt. Und mit dieser Gruppe könnt ihr dann verschiedene Dinge auch durchführen. Ich gehe das nochmal kurz hier mit euch durch. Diagnostics gibt es dann hier, über Self-Tests wird hier was gezeigt. Und hier könnt ihr dann auch die Einstellung vornehmen, die ihr dann sonst auch auf der USV vornehmen könnt, über das integrierte Menü. Battery Management nochmal ganz kurz gezeigt. Genau, da könnt ihr dann auch sagen, ihr habt eine neue Batterie installiert. Na? Genau, 69 Minuten würde die jetzt angeblich laufen, wenn sich die Last natürlich nicht ändert und wenn Netzstrom ausfällt. Genau, wo ich jetzt hier drauf gegangen bin, das ist ein Konfigurator, könnt ihr euch sogar per E-Mail hier benachrichtigen lassen. Genau. Automatische Updates könnt ihr aktivieren. Event Configuration ist interessant. Da könnt ihr dann hier die ganzen Events einstellen, die jetzt gelockt werden sollten oder auch nicht. Kann ich ja mal kurz durchgehen. Solche Sachen sind das dann zum Beispiel. Die würden dann im Log auftauchen. Was gibt es denn hier noch? E-Mail-Settings? Ja gut, ganz normal halt, ne? Shutdown ist ganz interessant, da könnt ihr dann unter Shutdown-Settings erstmal grundlegende Dinge einstellen, wann der Rechner bzw. die eingestellte Outlet-Gruppe herunterfahren soll, nach zum Beispiel 500 Sekunden. Batteriebetrieb würde dann ein Befehl an das Betriebssystem gesendet werden, bitte herunterfahren. Und ihr könnt das Ganze sogar auch per Kalender steuern, dass ihr an einem bestimmten Kalendereintrag den Rechner herunterfahren lassen
möchtet. Genau, das würde auch gehen. Ja, genau. Main Outlets, auch noch ein paar. Okay. Outlet Control. Ich gehe das mal kurz durch. Hier könnt ihr dann noch sagen, zum Beispiel, ihr möchtet die entsprechende Outlet-Gruppe neu starten oder direkt ausschalten. So wie es aussieht, ich weiß jetzt nicht, ob das geht, dass ihr dann damit auch wirklich ein Befehl an das Betriebssystem senden könnt und das auch rechenübergreifend. Das weiß ich jetzt noch nicht, ob ihr dann zum Beispiel auf einem anderen PC auch die Software installieren könnt und die können sich dann untereinander absprechen oder wie genau das funktioniert. Habe ich jetzt noch nicht. Ja, Shutdown Now würde wahrscheinlich direkt den Rechner runterfahren. Das mache ich jetzt nicht. Genau, Outlet Sequence hatte ich gerade schon gehabt. Hier ist noch was ganz Interessantes. Ihr könnt dann einen Energiereport einsehen. Da müsst ihr natürlich dann wahrscheinlich einstellen, was euer aktueller Kilowattstundenpreis ist von Energieversorger. Das würde man dann hier einstellen. 9 Cent pro Kilowatt, ich glaube, das trifft schon lange nicht mehr zu. Das müsstet ihr dann hier einmal einstellen und dann würde die USV euch das dann ausrechnen. Genau, und hier ist noch das Thema Logging. Kann ich nochmal kurz zeigen, was ihr hier so loggt. Und Data Logging würde dann die Spannungen anzeigen. Zum Beispiel hier 26,4 Volt. Anscheinend wird der gerade ein bisschen entladen. Okay. Na, interessant. Ja, und ich würde mal sagen, ich erhöhe jetzt mal die Last. Dann seht ihr auch hier die Werte ansteigen. Und zwar, ich habe jetzt hier den System Stability Test von AIDA 64 offen. Und den könnte ich jetzt mal ausführen mit Start. Dann würde natürlich auch die Leistung hochgehen. Sieht man bestimmt auch im Task Manager. Ne, nicht nur im Task Manager. Hier unten steigt dann auch die CPU-Auslastung an. Dementsprechend steigt auch die Leistungsaufnahme des Rechners, der wiederum an der USV hängt. Ja, jetzt läuft der Rechner hier noch mit Netzstrom, beziehungsweise die USV wird noch mit Netzstrom versorgt. Alles im grünen Bereich. Und hier seht ihr dann auch nochmal bei der USV die Anzeige durchspringen. Man kann das auch, glaube ich, hier wechseln mit den Pfeiltasten. Er gibt sogar hier eine Effizienz an, was ganz interessant ist. 223 Volt, ein wie Ausgang und genau 53% ausgelastet aktuell. Genau, wenn der Netzstrom ausfällt, würde die USV mit Batteriebetrieb noch 15 Minuten lang halten. Zumindest was der hier jetzt ausgerechnet hat. Ne? Genau, die Software sagt 60 Minuten. Ja, ich würde sagen, Netzstecker gezogen und mal schauen, wie die USV darauf reagiert. Das ziehe ich jetzt einfach mal raus. Mal gucken, was passiert. Jetzt läuft das Ganze gar nicht mehr. Oh, das ist schlecht. Ja, das ist schlecht. Gerade direkt ausgegangen. Ich starte jetzt noch bei dem Rechner. Vielleicht war das ein zu hoher Strom für den Lithium-Eisenphosphat-Akku. Das kann natürlich sein, ne? Dass er das nicht mochte. Kriegt er denn wenigstens hier noch einen Status von den Batterien? Mal gucken über Status. Ja, die Last steigt. Volt soll die Batterie zusammen haben. Und mal gucken. 28,3 Grad Batterietemperatur. Ja. 105 Watt, 21%. Was passiert, wenn ich jetzt den Stecker ziehe? Da müsste die USV ja direkt umspringen. Ich ziehe jetzt den Stecker. Ja, jetzt hat er tatsächlich umgestellt auf Batteriebetrieb und er meckert.
Er meckert jetzt auch schon. Ah, jetzt geht's tatsächlich. Eine Stunde, 4 Minuten würde er durchhalten. Er läuft jetzt tatsächlich nur noch mit der eingebauten Batterie. Sieht man ja auch am Ausgang. Integriert ist natürlich ein Wechselrichter, der die 12 Volt ins, beziehungsweise 24 Volt in 230 Volt umsetzt. Und zwar mit einem echten Sinus, muss man sagen. Mein Rechner läuft auch noch, wie man sieht. Also ich kann jetzt hier die Mauszeiger bewegen. Genau, die Software könnte ich wahrscheinlich auch noch mal wieder starten. Aber nach 500 Sekunden müsste dann das Betriebssystem aufgefordert werden, herunterzufahren. Das Gepiepse, das kann man übrigens auch deaktivieren in den Einstellungen, wem das zu aufdringlich sein sollte. Genau. Ja. 100 Watt sind das immerhin jetzt hier. Ja. Mal gucken, was er noch an Laufzeit schätzt. Nee, 70 Watt, sorry. Eine Stunde schätzt er. Ja, da sagt er auch 63 Minuten. Power-Status. Ja, da sieht man es. Eingang liegt nicht mehr an. Natürlich hat es mir dann doch keine Ruhe gelassen, dass die USV so abrupt immer ausgeht, wenn man ihr den Netzstrom zieht. Und das möchte ich jetzt nochmal ganz gerne in diesem Teil etwas ausführlicher analysieren. Dementsprechend habe ich die Akkus mit einer Leiterschleife verbunden im Innern der USV, um dann hier über die Leiterschleife einen Stromzangenadapter, und jetzt ist was passiert, eine Stromzange anzuschließen, um dann darüber per Oszilloskop den Stromverlauf auslesen zu können. Und jetzt haben wir hier ungefähr 11 Ampere Spitze und 6 Ampere oder 5,5 Ampere quadratischer Mittelwert, was jetzt hier anliegt. Ich habe hier einen Rechner genommen auf Haswell-Basis, ein älteres System mit einem Core i5 4570 und ein Nvidia GeForce GTX 57 Ti. Und wenn wir hier mal kurz drauf schauen, dann haben wir hier nämlich, wo steht das denn? 165 Watt Last anliegen, 33% Auslastung. Und die Batterie ist jetzt auch voll aufgeladen. Wir können also mal den Netzstecker ziehen und mal gucken, was passiert. Genau, indem ich dann nämlich den Trigger anhebe und dann das Ganze so einstelle, dass er im Einmal-Messmodus läuft, und zwar Modus Hold, normal, einzeln, genau. Ja, Netzstecker ist gezogen. Und jetzt läuft das System mit Notstrom. Mal gucken, ob das hier dann auch drauf steht. Batteriebetrieb, genau. Eingang nix, Ausgang 230 Volt, über den eingebauten Wechselrichter ist auch echtes Sinus, was rauskommt. Last sind 160 Watt und 99% Laufzeit noch. Jetzt zeigt mir das Oszilloskop dann auch entsprechend hier etwas an. Und zwar, da sagt er hier ungefähr 35 Ampere Peak to Peak. Mal gucken. Ich kann das mal ein bisschen kleiner machen. Ah ja.
Ja. Bisschen verschieben. Dann waren das 10, 20, 30, 35 Ampere Spitzenstrom, der dann auftrat, als ich den Netzstrom abgetrennt hatte. Also das ist dann quasi der Einschaltstrom hier, der USV. Ne? Wenn die den Wechselrichter einschaltet. Die höhere Last wird jetzt durch eine ältere Workstation von HP, nämlich die Z400, erzeugt. Und die hat einen älteren Hexa-Core von Intel verbaut, nämlich den Xeon X5650 für den Sockel LGA 1366 und dazu eine Nvidia Quattro K4200, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt wird das System auch über den AIDA Stability Test ausgelastet. Mal schauen, was die USV dazu sagt. 255 Watt Last habe ich jetzt hier generiert. 51% Auslastung schon. Die Batterie ist auch wieder vollständig aufgeladen. Und mal schauen, was gleich passiert, wenn ich abermals den Netzstecker ziehe. Und dazu stelle ich das Oszilloskop mal wieder so ein, dass es dann genau ausgeht, sobald der Trigger dann erreicht wurde. Und dann können wir uns das gleich nämlich nochmal anschauen, was nämlich jetzt passiert. Hui. Interessanterweise ist er nicht ausgegangen. Aber man sieht hier schon was sehr Interessantes. Und zwar, was haben wir denn hier? Der hat das nämlich richtig abgeschnitten hier. 20, 40, so auf 50 Ampere hatte das hier schon begrenzt. Sieht aber trotzdem sehr interessant aus. Genau. Ja, mal gucken, ob ich das so ein bisschen hier verschieben kann. Ja, anscheinend macht die Stromzange hier nicht mehr mit. Deswegen hat er das wahrscheinlich hier oben dann auch abgeschnitten, weil die Stromzange da limitiert in der Richtung. Aber es ist eine ziemlich krasse Last. Und mich wundert, dass die USV das jetzt mitgemacht hat, weil zuvor ist nämlich noch ausgegangen bei der Last. Heftig. Ja. Also sie läuft jetzt wirklich mit Batteriebetrieb, ne? Ja, und meine Vermutung ist eben die, je höher die Last ist, die dann anliegt an der USV, sekundärseitig, desto mehr Anlaufstrom benötigt die USV ja dann auch, damit die Last am Ausgang bewerkstelligt werden kann. Und irgendwann sagt das Batteriemanagementsystem der Lithium-Eisenphosphat-Zellen nämlich, ist nicht, mehr Strom gebe ich dir nicht und dreht den Hahn zu, sodass die USV dann komplett ausfällt, dementsprechend ja auch alles, was angeschlossen ist, nicht mehr läuft. Was ja die USV eigentlich verhindern sollte, ne? Mich wundert, dass die jetzt gerade noch durchgehalten hat bei 250 Watt. Also man kann sagen, bis zu 50% könnte es gehen. Bis 200 Watt macht sie auf jeden Fall das, was sie soll. Aber je höher die Auslastung ist, desto kritischer wird es dann. Gut, ein Rechner zieht ja auch nicht permanent 250 Watt, ne? Der wird meistens im Leerlauf dann wohl eher verweilen. Und dann hast du ja noch genügend Zeit, wenn Strom ausfällt, dann deine entsprechenden Dokumente abzuspeichern. Nicht, dass das verloren geht, ne? Hätte ein Computer keinen Arbeitsspeicher, wäre das auch überhaupt gar kein Problem, weil der nicht flüchtige Speicher dann sowieso alles festhält, auch wenn das System dann heruntergefahren ist. Kannst du beim Neustarten direkt wieder loslegen mit dem, was du vor dem Herunterfahren zuletzt gemacht hattest. Aber da Arbeitsspeicher nun mal ein flüchtiger Speicher ist,
Und bei Stromausfall, der Arbeitsspeicher nicht mehr aufgefrischt werden kann, wird er dann seine Informationen und Daten verlieren. Dementsprechend geht alles, was nicht gespeichert ist, verloren. Genau. Ja, und USV verhindert dies eben so, dass dann der Rechner anbleibt, auch Rechenzentren sind mit solchen Systemen ausgestattet. Bis dann der Dieselgenerator erstmal angelaufen ist, überbrücken solche USVs dann die entsprechende Zeit. Nee, jetzt ist der Bildschirm ausgegangen, aber auch nur, weil die entsprechende Zeit gerade genau überschritten wurde, die den Bildschirm dann ausschaltet. Das kann man dann in Energieeinstellungen festlegen. Das soll es, denke ich mal, damit gewesen sein. Ja. Anscheinend sind Lithium-Eisenphosphat-Zellen für USV-Systeme doch nicht ganz so geeignet, weil das Batteriemanagementsystem zu strikt ist, um dann die Zellen natürlich auch vor zu hohen Entladeströmen und so weiter zu schützen. Da gibt es aber dann Hochstrom-Blei-Akkus, die das wahrscheinlich besser handeln können vom Strom. Ne? Ja. Mal gucken. Sind aber auch natürlich nicht so langlebig wie Lithium-Eisenphosphat-Zellen bei entsprechend vorgesehener Nutzung, muss man auch ganz klar dazu sagen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie die Akkus dann im USV-Betrieb halten, wie lange die dann im USV-Betrieb halten werden. Aber das ist ein anderes Thema dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.